Also der Herr dritte Nationalratspräsident Martin Graf, das ist ja ein Mann mit viel Tagesfreizeit. Hin und wieder muss er ein Parlamentsplenum moderieren, aber auch das kann man schwänzen, wenn gerade gleichzeitig ein ganz cooler Ball mit ganz vielen Schmissgesichtern am Programm steht. Und so hat der Herr Nationalratspräsident auch einen Blog und in dem beschäftigt er sich mit lauter unnützem Zeug und in dem hat er unlängst geschrieben, so, jetzt hat sich die Frau Rosenkranz ganz glaubwürdig, was sage ich, eidesstattlich vom Nationalsozialismus distanziert. Gegen die Wiederzulassung der NSDAP ist sie jetzt auch. Und da sieht man, wir distanzieren uns, hat er geschrieben. Aber unsere Kritiker, die distanzieren sich nie von was. Der Misik, hat er geschrieben, der schüttet uns andauernd an. Dabei hat sich der bis dato noch nie von seinen politischen Wurzeln in der Gruppe Revolutionäre Marxisten distanziert. Da hat er mich aber jetzt erwischt, gell? Also, das war so ein kleiner bolschewistischer Kaderzirkel, K-Gruppen hat man das genannt, damals in grauer Vorzeit. Und diesem Zirkel habe ich tatsächlich angehört zwischen meinem 17. und 21. Lebensjahr. Und ich habe mir jetzt gedacht, na ja, wenn sich das so ein erstklassiger dritter Parlamentspräsident so sehr wünscht, dann distanziere ich mich halt, meinetwegen. Und dann habe ich mir überlegt, wovon ich mich da eigentlich distanzieren könnte. Weil wissen Sie, ich habe ja keine Verbrechen begangen und auch keine gerechtfertigt, ja nicht mal geleugnet habe ich welche. Das wäre dann leicht, dann könnte ich mich jetzt ganz leicht distanzieren. Aber leider habe ich nie. Weder den Gulag in der Sowjetunion noch die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Kuba habe ich gerechtfertigt. Das habe ich alles damals schon verurteilt. Ich habe mir ja eher so einen schönen, freien, echten, bunten, lebenswerten, total demokratischen Kommunismus ausgemalt, in dem die einfachen kleinen Leute ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen und sich selbst regieren. Und ich habe mir ausgemalt, dass sie da einen ganz verwegenen revolutionären Aufstand machen und wenn der vorbei ist, der Aufstand, dann ist er hin, der Kapitalismus und die schöne, gute, neue Zeit des Kommunismus bricht an. Und ich sage Ihnen, da habe ich schon manchmal ganz schön wirres Zeug vertreten vor 25 Jahren. Da distanziere ich mich total voll davon. Das unterschreibe ich auch sofort. Und das schicke ich gleich an die Kronenzeitung. Ja, und wahrscheinlich gab es da manchmal auch bei mir in dieser Revolutionsromantik so eine Haltung, wo gehobelt wird, da fliegen Späne, dass man eben auch menschliche Tragödien und Härten in Kauf nehmen würde, wenn es denn dem historischen Fortschritt dient. Und eine solche Haltung, das sage ich jetzt ganz offen, ehrlich und gar nicht meinetwegen, die hat viel angerichtet in der Geschichte. Da distanziere ich mich total voll davon. Und nicht nur, weil der Martin Graf sich das wünscht. Ehrlich, unlängst habe ich den Josef Czap getroffen. Der zieht mich schon seit 100 Jahren auf wegen meiner Jugend in der GAM. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wie ich jung war, da habe ich sicher viel Blödsinn verzapft. Aber seither bin ich immer gescheiter geworden. Und bei dir, habe ich gesagt, bei dir ist das genau umgekehrt. Dann war er irgendwie beleidigt. Also Sie sehen, ich distanziere mich sogar ungefragt. Total. Nun, Herr Parlamentspräsident Martin Graf. Jetzt habe ich mich also von meiner Vergangenheit distanziert, wie Sie das gewünscht haben. Aber was ich Sie noch fragen wollte, wann distanzieren Sie sich eigentlich von Ihrer Gegenwart? Aber jetzt zu etwas viel Wichtigerem. Vergangene Woche hat der Falter ja so ein Streitgespräch gehabt zwischen dem Christoph Chorherr von den Grünen und seinem Vater, dem langjährigen Pressechefredakteur Thomas Chorherr. Und da sagt der Thomas Chorherr den Satz, nehmen wir die sattsam bekannte Arigrona. Sie ist eine besondere Heldin der Gutmenschen. Und wissen Sie, ich konnte das gar nicht fassen. Nicht, dass der eine andere Meinung hat zum Asylrecht oder zu Fragen des humanitären Aufenthalts. Soll er haben. Aber dieses Attribut sattsam bekannt, diese Floskel, die einen Menschen sofort abwerten soll. Wissen Sie, ich finde das wirklich erschütternd, weil der Chorherr, der ist ja kein Nazi, der ist ein bürgerlicher Erzreaktionär, aber ansonsten ist das ja ein zivilisierter Mensch, der Traktate über gutes Benehmen schreibt, wozu ja wohl auch gehört, dass man Menschen mit Respekt begegnen soll. Und dann sagt der sattsam bekannt, dem fällt gar nicht auf, dass er da die Sprache von Josef Goebbels spricht. Und ich musste da sofort an Viktor Klemperers LTI denken, die Lingua Tertii Imperii, diese legendäre Studie über die Sprache des Dritten Reichs. In der schreibt er, der Narzissmus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden. Aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes seelisches Wesen. Je selbstverständlicher,
je unbewusster ich mich ihr überlasse. Und wenn nun die gebildete Sprache aus giftigen Elementen gebildet oder zur Trägerin von Giftstoffen gemacht worden, Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Dieses Gift denkt in den Leuten, selbst in Leuten wie Thomas Korher, und irgendwann dann bricht's aus ihnen raus, sattsam bekannt. Gemünzt auf ein Mädel, das nichts anderes will, als in ihrer Heimat zu bleiben, bei ihren Freunden in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben, dort, wo sie hingehört. Gerade eben haben die Zogers in zweiter Instanz den ablehnenden Asylbescheid erhalten. Ab jetzt können Arigona, ihre Mutter und die beiden Brüder jederzeit abgeschoben werden, bei Nacht und Nebel. Also da ist jetzt wirklich erhöhte Wachsamkeit angesagt. Weil wenn Arigona Zogai abgeschoben werden soll, dann muss ganz Österreich Rötis werden.